Und damit herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ja, wir sind ja hier und versuchen unsere wunderbare kleine Kolonie ein wenig zu vergrößern. Und deswegen haben wir Hensley. Und Hensley ist eine Neandertalerin. Wie sollte es sonst auch sein auf meinem Kanal? Sehr unterernährt. Wieso? Sinn? Nö, okay. Ich mach mal auf hier Arbeit. Wärter auf 1. Ist ja nicht so häufig. Damit ja Hensley auch mal ein bisschen was zu essen bekommt demnächst. Anscheinend wird das nicht so gerne hier gemacht. Naja, Hensley ist ein Neandertaler. Und das sollten wir uns vielleicht mal genauer anschauen. Was ist es denn? Neandertaler sind stämmige, muskulöse Humanoide. Sie sind robust, schwer zu verletzen und haben ein starkes Immunsystem, das sie vor Infektionen schützt. Allerdings sind sie intellektuell und sozial weniger entwickelt und ihre Impulsivität kann sie gefährlich aggressiv machen. Okay, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wir haben einen impulsiven Sklaven, ist vielleicht nicht die beste Idee, aber hör mal, ne, mit den Stats sehr spezialisiert, aber das ist okay. Mag niemanden unbedingt hier, naja, so ist das nun mal. Genau. Leichte Unterernährung. Ja, das ist okay. Da kann man mitleben. Genau, was ich eigentlich machen wollte, Neandertaler, das. Genau, so sieht das aus von Biotech. Und ja, das kann einen erstmal erschlagen, aber eigentlich sind das so jeweils Stats. So, hier haben wir schnellere Immunisierungsgeschwindigkeit, etwas langsamere Laufzeit. Und das Wichtige ist, wie du schon gesagt hast, man muss hier aufpassen, diese metabolische Effizienz. Je höher die ist, desto weniger Nahrung braucht der Mensch und je weniger die ist, desto weniger, mehr Nahrung braucht er. Also im Endeffekt, wenn hier unten steht minus 2, hätte der Hungerrate mal 120%. Und so kann man sich dann quasi selber was zusammensetzen. Klar, wie die aussehen, ja, da kannst du halt nichts machen. So ist das halt, aber so die anderen Sachen, so ja, schlecht im Fernkampf, schwach im Sozial, schwach im Intellekt und so, die sind dann halt dafür da, um die metabolische Effizienz abzuschaden, die wir hier halt im Minus haben. Also er hier, 150% Nahkampf, macht minus 2 Effizienz. Schwach im Sozial, braucht er nicht, macht minus, macht plus 1 und schwach im Intellekt, braucht er auch nicht, macht auch plus 1. Das heißt, die beiden und das wäre zusammen 0. Im Endeffekt ist das alles so, dass er halt weniger Essen braucht. Das ist okay. Weil so der absolute Schnelldurchlauf, weil ich denke, inzwischen ist das Spiel alt genug, dass es wahrscheinlich jeder das schon besser kennt als ich. aber dafür haben wir es ja einmal kurz besprochen. Genau, was ich auch noch machen möchte, ist, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen und es gibt Klassen, die Feuer spucken können. Und wir sind doch sehr holzbasiert hier und da habe ich ein bisschen Angst vor. Und ich würde sagen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir einen, ja, also Verteidigungsplätze etwas außerhalb bauen, sagen wir es mal so. Und deswegen möchte ich gerne hier einfach mal so ein bisschen, warte mal, erstmal mache ich planen, damit wir da diese Felder haben, wo wir was machen. Damit wir halt mehr oder weniger so, was weiß ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plätze haben, wo wir dann quasi im Außenbereich uns verteidigen können. Und wichtig ist natürlich auch, ja, die Bodenbeschaffenheit orange ist okay, da kann Holz drauf liegen. Das heißt, ich würde immer so sagen, was weiß ich, ein 6x6 Feld hier, vorzugsweise, ich mache mal eine Planlinie so, vorzugsweise immer so ungefähr in derselben Höhe. Zumindest das. Warte. Mist. So, genau. Dass wir da einfach nur schon mal so im Vorfeld, also bevor etwas passiert, da schon mal überlegen, da könnten wir ja eventuell eine Verteidigung bauen. Ich denke nicht, dass unsere Basis viel, viel größer werden wird. Ich werde auch nicht eine komplette Mauer drumherum ziehen, so nach dem Motto RimWorld, Going Medieval meets RimWorld. Das möchte ich nicht, aber da einfach nur hier diese kleinen, weißt du Bescheid, Möglichkeiten, dass wir uns da ein bisschen verschanzen können. Hier auf der Hälfte, wie sieht's aus? Darf ich da eigentlich solche Sachen drauf bauen? Warte mal, Sicherheit, Stachelfalle, Barrikade, da dürfen die hier stehen? Ah, wunderbar. Okay, so, Plan. So, 6x6, dass wir da so ein kleines Ding hier haben, machen wir hier in der Ecke direkt.
5x5. Nee, warte, 5x5 wäre doof. 6x6. So. Hier natürlich auch. Und da oben haben wir es schon. Und dann würde ich sagen, einfach hier. Nee, warte, da möchte ich vielleicht doch auf derselben Höhe. Damit das halt ja aesthetically pleasing ist, wie es so schön auf Deutsch heißt. Und hier dann auch dasselbe. Die sind natürlich nicht gleichmäßig verteilt. Die sind nicht. Nein. Die sind nicht gleich weit weg von der Mitte. Entschuldigung. Hier mache ich einfach zwei. Ja. Machen wir einfach so. Es geht mir da hauptsächlich einfach darum, dass wir, ja, falls Leute kommen, die eventuell problematisch sein können, und ich gucke da ganz speziell auf die Imps, dass wir da vorbereitet sind. Ja. So, einmal hier. So. Ich denke, ich hoffe, die Pläne stören jetzt nicht zu sehr und ich will das auch nicht sofort alles auf einmal machen. Hier haben wir auch. Mein Gott, meine Augen. So, das, das, das. Dann haben wir da schon mal zumindest so ungefähr, was wir demnächst machen wollen. Habe ich hier die Pläne dazwischen? Ja. Hier fehlen noch. Genau. So. Und hier auch. Wunderbar. Und hier auch. So, dann haben wir das ein bisschen aufgeräumt. Wunderbar. Und ja, wir werden einfach mal schauen. Ich denke, der Platz in der Mitte reicht. Wir werden höchstwahrscheinlich auch uns überlegen, dass wir das dann später komplett mal vergrößern, ein bisschen mehr machen. Aber was ich jetzt als erstes schon mal machen möchte, wäre theoretisch den hier schon mal freischaufeln. Den und den auf der anderen Seite auch schon mal. Weil nach oben hin haben wir theoretisch noch eine kleine Verstärkung. Obwohl, den möchte ich vielleicht auch schon mal machen. So. Genau. Warte mal, wenn man das so macht, Pflanzen entfernen und dann Holz hacken. Ah, wunderbar. Wäre vielleicht sinnvoller, oder? Hey, wo bist du? Diese Pläne sind sehr gut zu sehen. Ich jetzt doof. Ah ne, die wollte ich gar nicht, genau. Ich bin noch nicht ganz wach, merkst du, ne? So, doofe Zeitumstellung. Welche wollte ich denn? Den hier wollte ich machen, ne? Ja, und oben war ja auch noch einer. So, das und Holz hacken. Und den hier habe ich gemacht. Hier an der Seite wollte ich doch noch einen haben. Da. Der hat sich aber versteckt, Entschuldigung. So. Genau, hättest du auch mal in die Kommentare schreiben können, wo der ist. Hätte ich nicht so lange gesucht. So. So funktioniert Zeit, genau. Alles klar. Das wären im Prinzip, also am liebsten würde ich das so machen, dass ich da Holzböden drauflege, dass es, oder am besten Steinböden wäre am besten, damit die nicht brennen oder nicht so leicht. Aber ja, erst einmal würde ich da einfach nur diese wunderschönen Barrikaden bauen wollen. Und ich habe ja, also wir haben ja diese wunderschönen Wände uns geholt. Wie haben wir das denn hier? Strukturen, diese hier. Die sind aber im Prinzip nichts anderes als diese wunderschönen kleinen Barrikaden. Oder die, ja, Barrikaden heißen sie, glaube ich, in echt auch. Und daher lasse ich die jetzt erstmal außen vor, weil die haben mir eigentlich ehrlich gesagt nicht ganz so gut gefallen, wie sie hätten gefallen können. Aber so ist das nun mal, ne? So. Früher oder später möchte ich auch da einen Weg hin machen, theoretisch. Da müssen wir aber mal schauen. Das ist dann. Wir lassen das erstmal. Wir machen erstmal die Türme. Genau, ich mache das, glaube ich, hier auch schon mal direkt. Falls sie mal Langeweile haben sollten, was ja nicht so schnell passiert, eigentlich bei meinen Spiels, dann können die das nämlich schon mal machen. So. Und warum ich das in der Reihenfolge mache, ist so, dann, ich weiß nicht, ob wir das Holz bekommen bei den Bäumen, die einfach nur entfernt werden. Deswegen mache ich erstmal Pflanzen entfernen. Oh, da habe ich ein bisschen zu wenig gemacht. Oh, da ist gar nichts, siehst du? Das wäre dann zum Beispiel, da ist einfach mal gar nichts vorrätig. Das ist dann ein bisschen doof. So, hier habe ich auch nur fünf, okay. Wäre nicht auch irgendwie klug gewesen, so diese, die kleiner sind, einfach dann nur fünf. So. Und ja, ich weiß, hier ist Ambrosia. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was ist das? Eine wilde Heilwurzel. Okay. Genau. Das können wir eigentlich auch mal machen. So, Pflanzen entfernen.
Ich denke, der Plan ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir ein bisschen, ja, wir sind ja relativ klein noch. Mein Plan ist ja ein bisschen größer zu werden. Irgendwann werden wir es auch bestimmt. Oh ja, Gestein haben wir natürlich auch recht viel hier. Genau. Nee, aber ich denke, das sollte an Platz für uns einigermaßen ausreichen. Und ja, wir werden diesen Weg natürlich dann auch irgendwie mit einpflegen, dass der dann bei uns hier ist, hier auch ein Tor hinmachen, nochmal so ein schönes. Genau. So, der Langplan ist natürlich dann eventuell dann so, dass wir hier dann so Mauern machen, hier einen Turm mit rein und so weiter, dass sie wirklich nur über diese Ecken können. Und vielleicht sollte ich über die langen Seiten tatsächlich auch zwei Verteidigungsräume machen. Das weiß man, das wissen wir noch nicht. Das werden wir einfach mal schauen. Wird eh witzig, wie wir das mit dem ganzen Eisenverbrauch machen, den wir dann irgendwann haben. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich mehr werden. Aber im Prinzip haben wir im Moment nicht viel Eisen. So, das haben wir. Wunderbar. Genau, mein Kurzzeitziel mit hier wäre dann auch noch, dass wir das einmal versetzen wollen. Das wäre halt in dem Sinne ganz gut, dass wir diesen kleinen Raum, der hier ist, wenn sich Hensley entscheiden sollte, dass sie bei uns überlebt oder bleiben will, dass das dann ihr kleiner Raum wird. Und deswegen machen wir das so. Der Raum ist nämlich kleiner als die anderen Schlafräume hier unten. Schöner, nicht unbedingt, aber kleiner. Und dann haben wir da zumindest schon mal einen kleinen Schlafraum für Sklaven. Deswegen, weil das da unten, ja, weiß ich nicht, ist ein bisschen exponiert, ne? So viel schöner ist das da unten ja nicht. So, da haben wir schon ein bisschen was drin. Ich wollte mal einmal kurz schauen. Lager, hier gerne rohe Nahrung drin lagern. Und zwar mit der Priorität kritisch. Und das hier, oh, das ist nur so eine kleine Zone, okay. Die mal ein bisschen größer machen. Und hier das Lager, hier ist dann nur noch wichtig. Dann würde Sinn nämlich demnächst sich überlegen, dann alles da in die Kisten reinzuräumen, weil ich sag mal, unser Kühlschrank ist nicht unbedingt der größte. Ne? So. Wird schon was abgebaut draußen? Nee. Alles klar. Wie gesagt, das ist ja nur schon mal ein Plan, dass. Oh, hier doch. Zeller geht und räumt da schon mal frei. Ist halt nur ein Plan, damit wir da schon mal ein bisschen was frei haben. Und ich hätte natürlich auch schon mal direkt die Pläne, die Baupläne hinsetzen können, aber dann kommt Tanja und sagt, haha, ich kann das ja. Und wir alle wissen, wie das funktioniert. Nämlich gar nicht. So, kann man Barrikaden eigentlich auch. Oh, man kann die auch aus anderem Material machen. Das ist gut. Gut zu wissen. So. Das würde ich einfach so machen wollen. Ja, ist vielleicht nicht die beste Methode, vor allem, weil ich 6x6 genommen habe und dadurch keinen genauen Mittelpunkt habe für Autoschutztürme. Aber ist egal. Ich bleibe bei 6x6. Das habe ich jetzt komplett gemacht. Ich will euch da nicht noch einmal durchjagen. Genau, an den Ecken ist das ja auch egal. Da kommt der Turm halt hier in die Ecke. In der Mitte ist das so ein bisschen. Naja, ist egal. Machen wir einfach. Ne? Genau, falls ihr andere Pläne hättet, wie man einigermaßen gut verteidigen kann, weil ich bin in dem Spiel blutiger Anfänger, was Verteidigung angeht, sagt mir das mal. Und wenn dies mit diesen also vorgesetzten Außenposten, ob das keine gute Idee ist oder nicht, weiß ich natürlich auch nicht. Überfall Dukubit. Eine Gruppe Itakin, der Dupukit, ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sofort angreifen. Eine Gruppe. Kinkelit. Oh, du bist aber sehr dunkel. Kinkelit. Was bist du denn? Eine Ütterkin. Ein Ütterkin ist. Er stammt von Kolonisten ab, die für das Leben auf extrem kalten Planeten geschaffen wurden. Ihre enorme Größe und ihr Fell schützen sie vor frostigen Temperaturen. Ütterkin haben eine mentale Bindung zur Tierwelt. Oh, sie können Tiere dazu bringen, für sie zu kämpfen. Sie sind weder schnell noch agil noch präzise, aber verfügen über hohes Durchhaltevermögen. Nacktes Tempo. Okay. Tierischer Schlachtruf. Das ist gefährlich. Das möchte ich nicht. Das, da würde ich tatsächlich auch sagen, wir gehen dem entgegen. Ja, da sind auch Tiere. Oh. Ja, wir gehen dem bis hierhin entgegen. Ich möchte nicht, dass der Boomerlobs für sich holt.
Ja, und natürlich auch nicht hier Missy oder den Affen. George, der hieß der nochmal, weiß ich nicht. Hallo? Alter, ist der schnell. Guck dir das mal an. Oh, ich war gerade ein bisschen ängstlich. Oh. Der war schnell. Der war wirklich schnell. Krass. So. Ich mach mal hier, dass wir damit anfangen können. So was weiß ich, 210. Sin? Sin darf kein Handwerk. Wer kann denn gut Handwerk? Tanja. Passt halt nicht auf, wenn sie ja bauen und das. Ey, du bist für Handwerk zugeteilt. Ah ne, ich muss ja auch Tanja auswählen. Trägt Holz zur Barrikade. Bau mal erstmal ein paar Steine, bitte. Und zwar, weil ich gerne möchte, dass wir ein Krematorium bauen. Interaktion durch Baumstumpf ent. Was? Ernsthaft? Weiß nicht, wo du bist, aber komm mal eben her. Gauralan-Kapsel aufgekeimt. Schön. So, jetzt haben wir da. Was haben wir da? Marmorblöcke. Ich habe dir doch gerade eben gesagt, ich hätte das gerne aus Marmor. So, Zeller. Zeller. Danke. Schwer, okay. Dann bauen wir das hier hin. So. Genau, weil ich möchte das gerne, dass wir die Leichen dann auch ein bisschen verbrennen können. Das wäre sehr schön. Deswegen machen wir das mal so. Jetzt haben wir ein paar Steine, das ist sehr schön. Doof nur, ja, mit den Böden aus Stein. Also wenn wir hier, was weiß ich, Fliese aus Sandstein, die können wir hier nämlich auch nicht bauen. Ist ein bisschen unpraktisch, aber naja. Wir werden einfach mal sehen. Irgendwann kommen wir dazu. Im Moment die Forschung steht ein wenig. Da kommt nicht viel mehr dazu. Finde ich jetzt auch ja nicht schön, aber halt auch nicht dramatisch. Das ist okay, da können wir mit leben, denke ich. So. Ne? Weil ich weiß nicht mehr genau, wie der aussieht. Was? Tanjas Titelzeremonie. Ja, das werden wir noch machen. Laszlo, habe ich mir noch gar nicht angeschaut, was der kann. Der kommt halt dazu. Und ich hoffe, dass der ein bisschen forschen kann. Weil sonst haben wir es mehr oder weniger ganz gut im Griff, wie es aussieht. Da die Leiche ist ein bisschen nervig. So, 150 brauche ich. Tanja, bau mal das Krematorium. Dankeschön. Genau. So. Warte mal, Heu konnte man auch nicht auf den Boden setzen, der. Ja, nee. Wieso ist Heu oder Stroh eigentlich schwer? Das ist so ein bisschen doof. Da hätte ich gerne, also das hätte ich gerne, dass wir da irgendwie so einen relativ leichten Boden haben, den man da drauflegen kann. Kolonisten hungern. Tanja. Okay, komm. Geh mal essen. So. Schamanenhändler der Fraktion Tonasippe und sein Begleitschutz nähern sich. Alles klar. Oh, wow, du hast ein. Also ihr habt aber schöne Mützen. Toll. Ja. Vor allem wissen die auch genau, wie Wege funktionieren. Naja, wir haben den Weg ja auch noch nicht aufgeräumt, ne? So. Mafflo 2 hat ein Junges zur Welt gebracht. Eieiei. Ja, ich glaube, wir müssen unser. Ambrosia aufgekeimt, alles klar. Wir müssen unser Gehege vielleicht doch ein bisschen vergrößern. Ich habe schon so überlegt, was ihr einfach hier so. Das Gehege zu machen. Was vielleicht auch nicht dumm wäre. Dass wir einfach sagen, na komm, wir hacken hier mal Holz. Und hier. Und von hier dann so rüber. Da müssten wir eigentlich einen Zaun bauen können, ne? Auf Rot? Geht auf Rot ein Zaun? Zaun? Darf man das? Nee. Toll.
Super. Dann wird das nicht schön symmetrisch, aber das ist okay. Das wird wirklich nicht symmetrisch. Naja, wir machen da noch so eine kleine Kante rein. So, ich denke, das ist okay. Das mal wieder weg. Ja, es ist eine Ebene in dem ganzen Spiel, was ich vorher nicht so erwartet habe mit dem Dschungel, muss ich sagen. Oh, eine Weide. Achso, klar, die stellen wir mal hier. Klar. So, Sin, also normalerweise Tanja oder Zeller. Nur mal gucken, was sie so uns anzubieten haben. Wir haben so ein paar Sachen, die man eventuell verkaufen könnte. Besonders diesen Herd. Wenn die den kaufen wollen, wollen sie nicht. Schade. Aber wir könnten auch die beiden Muffalo-Kalbe verkaufen. Oh, Hähnchen. Das wäre auch super. Nee, machen wir glaube ich nicht. Was haben die denn? Ja, nichts Interessantes. Die Psychoschock-Lanze ist halt immer interessant, aber die brauchen wir erstmal auch nicht. Ja, sonst haben die tatsächlich nicht viel interessante Sachen. Das Neutramin wäre halt klasse. Aber da sind wir bei Weitem noch nicht da. Genauso wie Plastahl oder so. Ja, lassen wir erstmal rechts liegen. Oder links, je nachdem. Und sagen, das ist okay. Der Glaube sinkt langsam und allmählich. Kann ich eigentlich mit Tanja dem dann so bekehren? Einfach so. Das müsste ja eigentlich einen Riesenschritt nach vorne machen. 10. Ja, es macht einen Schritt nach vorne. Nicht unbedingt den Riesenschritt, den ich erhofft habe, aber einen Schritt. Das ist okay. Jo. Guck mal, die hauen sich hier alle erstmal den Wanst voll. Was? Huntsman, türkises Walross, Bär. Okay. Tolle Namen. Ritualball verfügbar. Die pflichtbewusste Feier. Ja, die pflichtbewusste Feier, die war die, ja. Solange wir nicht Musik haben, ist die pflichtbewusste Feier sehr, sehr langweilig. So. Genau, das haben wir bald fertig. So, Tanja tut es. 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Und zwar hier möchte ich dann Leichen verbrennen. Und zwar Details. Und zwar nur menschliche Leichen, und zwar nur fremde Leichen, damit nicht aus Versehen etwas passiert und das dann für immer. Nö. Wer auch immer sich dazu berufen fühlt, erntet Reispflanze. Kannst du ein bisschen einäschern? Danke. So, dann ist der schon mal weg. Ich weiß, das ist nicht unbedingt viel, aber die freuen sich jedes Mal nicht unbedingt, wenn man an einer Leiche vorbeiläuft, genau wie das hier. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Tanja. Das ist sehr, sehr doof. Da müssen wir eigentlich drüber aufpassen, dass Tanja das nicht macht. Weil im Prinzip, die ist schon fast... ja, okay, Pflanzen kriegt sie einfach gar keine Punkte. Deaktiviert. Macht sie aber trotzdem, weil sie arbeitet. Das ist ein bisschen doof. Da, ich weiß nicht, kann man mit Xenogenen oder so das bearbeiten, dass sie dann doch ja, sich überlegt, vielleicht ist das gar nicht so dumm, wenn ich mal pflanzen möchte. Also mit Pflanzen arbeiten möchte. Wäre ganz praktisch, aber wenn nicht, dann nicht. Ne? Kann ja auch mal sein. So, eine Wall Light möchte ich auch gerne hier hin haben, damit wir da auch ein bisschen Licht haben. Sonst ausgeleuchtet haben wir eigentlich ganz gut. Auch den Innenraum, das finde ich sehr schön eigentlich. Hier möchte ich auch einmal eine Lampe machen. Inspirierte Zähmung Zeller. Okay, brauchen wir im Moment nicht. Wir haben eh zu wenig Platz. Also bald nicht mehr, aber im Moment. So, hier bauen wir mal ein bisschen weiter. Wie sieht's aus? Hast du schon einen anderen freigeräumt? Nee, ne? Da. Weil du da unten gerade dran bist. Hm, jo. Das ist okay. Genau. Das Schöne ist, dadurch, dass wir mehr oder weniger da Holz abbauen, haben wir direkt die Sachen, die wir brauchen dafür, direkt vorrätig. Das ist sehr schön. Das finde ich sehr praktisch. Wir müssen uns nur ein bisschen drüber gucken. Tanja aß rohe Nahrung. Warum? Oh, wir haben... Hä? Sin sollte eigentlich kochen.
Oh. Sorry. Das ist sehr, sehr klug gewesen. Nenn nicht 100, was weiß ich. 30 möchte ich vorrätig haben und genau das andere auch. Ich mache das in der Reihenfolge, dass er erstmal die vier Portionen auf einmal kocht. Hör mal auf, Siegfried zu trainieren. Geh mal kochen. Das habe ich nicht gemacht. Das ist sehr doof gewesen. Sorry. Ich vergesse die einfachsten Sachen. Das ist echt doof. Der Ding ist weg. Sehr gut. Lagerung, Tablettständer hätte ich dann gerne einmal hier. So. Das mit dem Heu müssen wir auch mal schauen. Eventuell, wenn wir hier eine überdachte Zone machen. Warte mal, Zone. Dach bauen, bitte. Was weiß ich, wir machen hier einfach mal so ein Vordach. Eine Weide kann nicht überdacht werden. Zella, wo bist du? Okay, Zella, kannst du mal kurz diese Weide töten? Abernten. So. Genau, so. Und Tanja, wenn du gleich fertig bist, wenn du mit dem Bekehren fertig bist, auch wieder 5%. Hier dann ein Dach hinmachen und der Plan, was ich mir vorgedacht habe, ist natürlich jetzt extrem schwierig zu übersehen. Der Baumstumpf ist mir egal. Lagerzone, Lager, hier bitte alles verbieten und hier bitte einmal Heu. Und wie heißt das andere? Ist das Heu? Heu, Heu, Heu. Heu. Genau, dass wir hier bitte einmal Heu mit einer erhöhten Priorität, nämlich kritisch. Weil hier ist nur wichtig, das heißt, das ganze Heu, was hier liegt, wird hier rübergetragen. Und ich denke, das müsste eigentlich überdacht sein. Ne? Machen Sie auch ein bisschen größer. Hier möchte ich dann auch vielleicht eine Lampe hinsetzen, einfach so. Weil ich gerne diese Lampen mag. Die haben so gut wie keinen Stromverbrauch, aber die machen für mich Quality of Life. So. Oh, guck mal, Muffalo-Wolle. Woo! Woo! Haben wir halt nicht die schon mal? Woo! Okay, Entschuldigung. Jo. Alles klar. Weil das Heu, das zerklumpt unser Lager, das brauchen wir im Moment nicht besonders. Wir könnten natürlich. Festaktiv Atkins Rettung. Okay, ich schau gleich mal. Wir könnten natürlich Trockenfutter zubereiten. Und wenn man dann hier. Das braucht Protein und Grünzeug. Könnten wir theoretisch auch machen, bis wir, was weiß ich, 20 davon haben. Und das dann hier als Lager. Wo bist du denn? Trockenfutter. Das beides dahin legen, nicht nur Heu, sondern auch Trockenfutter. Das hilft bestimmt. Questaktiv. Rorus, oberster Papst der Fraktion Rehal, sagt, dass ihr Freund auf einer Reise verwundet wurde. Das Opfer heißt Atkins, es ist ein 53-jähriger Späher. Rose erzählt dir, dass sie niemanden entbehren kann, um Atkins zu retten, aber wenn du es zu Atkins Position schaffst und ihn rettest, wird er sich dir anschließen. Rose sagt, dass dort eine unbekannte Bedrohung lauern könnte. Atkins ist Sins Sohn. Wenn Atkins stirbt, wird Sin sehr lange um ihn trauern. Wenn du es aber schaffst, Atkins zu retten, wird Sin sehr, sehr glücklich sein. Oh, das ist so weit weg. Wie lange wäre das? 1,3 Tage. Ich mache das mal so, warte mal. Ich speichere mal ab vor Reise, weil ich eigentlich will ich das machen. Und wir werden in der nächsten Folge das machen. Ich bereite aber jetzt schon mal diese wunderbare Weltkarte. Genau. Dass wir darüber ziehen. Dann machen wir das in der nächsten Folge, dass wir da darüber ziehen. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen mit allem Mann. Außer Hensley. Aber naja, eigentlich müssen wir. Wir dürfen nicht mit allem Mann. Hensley verstirbt in der Zeit, ne? Das ist sehr unpraktisch, weil wenn wir Hensley mitnehmen, wäre schlecht. Wir könnten. Wen lassen wir da? Wir lassen Tanja da. Dann ist die alleine. Entschuldigung. Das würde ich, glaube ich, so machen. Wenn nicht, wenn ich jetzt hier große Fehler mache, sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid.
Dann machen wir das anders, aber ich will da auf jeden Fall hin. Und zwar mit einem, der ein bisschen Arzt kann. Brauchen wir jemanden? Ja, wunderbar. Medizin 5 haben wir bei Sinn und Sella wäre Medizin 0, wunderbar. Tanja ist unser Hauptarzt, ne? Ja, genau. Sinn kann das aber ein bisschen und ich möchte mit Sinn auf jeden Fall dahin. Und zwar Kräutermedizin. Warte mal. Nö, möchte ich gerne selber. So, wir nehmen, was weiß ich, 4 Kräutermedizin mit. Obwohl, wir können die normale Medizin mitnehmen. Einfache Mahlzeit, 5 Stück. Wir nehmen noch mal 2 mit. Genau, 3,9 rottet in 2,7 Tagen. Ich denke, das ist okay, um da ein bisschen Leeway zu haben. Und dann würden wir uns auf den Weg machen. Ich sage auf Entsenden. Und ja, bestätigen. Machen wir einfach so, alles gut. So, die sammeln die Klamotten und verlassen den Bereich. Ich mache noch mal eine Karawanen-Sammelplatzstelle. Die machen wir einfach mal hier. Genau. Und dann würden wir uns auf den Weg machen, um Sins Sohn zu retten. In der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Zusehen und ja, falls du Probleme hast mit dieser Möglichkeit, die wir da gesagt haben, weil klar, wir haben noch 15 Tage Zeit, vielleicht haben wir in der Zeit dann, dass wir Hensley befreit haben, sehe ich aber eigentlich nicht, deswegen müssen wir da relativ schnell los, wir können nicht mit allem Mann. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wir werden es sehen. Bis dahin, vielen Dank fürs Dasein, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann, ciao.